Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de. Ja, servus, ich bin der Dominik Hofmann vom FC Ismaning und neben mir... Ich bin der Clemens Kubiner vom FC Ismaning. Und wir geben jetzt unseren Tipp ab für den nächsten Spieltag in der Bayernliga Süd. Erstes Spiel TSV Dachau gegen Türkgücü. Ja, was sagst du, Clemens? Wir haben ja gerade gegen Türkgücü gespielt. Ich denke, es ist schon eine gute Mannschaft und die haben letzte Woche verloren. Also ich würde sagen, die dürften da schon gewinnen. Ja. Müssen was gut machen. Ich würde auf ein 3-0 für Türkgücü tippen. Okay, ja, dann schließe ich mich da an. Okay. Ja, nächstes Spiel 1860-2 gegen Jahn Regensburg 2. Ist für mich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, da schenkt keiner dem anderen was, deswegen würde ich da auf Unentschieden tippen. Ja, ich würde bei Tipico auf Übertore auf jeden Fall spielen, aber auch Unentschieden, ja. Okay. Da fallen bestimmt ein paar Tore. Filzing gegen Schwaben Augsburg. Filzing ist auf dem aufsteigenden Ast. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Mannschaft und eigentlich heimstark. Ich glaube, da würde ich auf Filzing tippen zu Hause. Das ist für mich so ein 2-1-Spiel. 2-1 für Filzing zu Hause. Ja, schließe ich mich an. Dann haben wir Nördlingen gegen Schwab München. Boah, schwer. Schwieriges Spiel. Nördlingen zu Hause. Ich denke, dass Nördlingen das sogar holt zu Hause. Ich denke, die kämpfen sich da rein das Spiel und schenken den Schwab München nichts. Und ich denke, das wird vielleicht so ein ganz knappes 1-0. Das könnte sein, ja. Ich glaube auch, dass es ziemlich knapp wird auf jeden Fall. Holzkirchen gegen Hankhofen. Ich würde Holzkirchen echt mal einen Sieg gönnen, einfach weil man selber ja Sportler ist und ich glaube, man will niemanden haben, der eine Saison lang oder schon so lange so wenig Punkte hat. Also ja. Ich würde mir da einfach einen Sieg wünschen, deswegen sage ich einfach mal Holzkirchen 1-0. Ich denke auch, ich bin zwei Mannschaftskollegen von mir, Arthur Kubica, der da Co-Trainer war und Taifun Akadas und ich denke, jetzt ist es mal soweit, dass die einen Sieg holen. Dann haben wir Kirchhain-Schöring gegen Rhein-Lech. Wäre für uns natürlich wichtig, dass Rhein-Lech das gewinnt, damit Kirchhain-Schöring nah bei uns bleibt. Oder wir vielleicht nächste Wochenende vielleicht vorbeiziehen könnten. Deswegen, Kirchhain-Schöring daheim ist nicht leicht zu spielen, aber ich hoffe einfach, dass Rhein-Lech das Ding holt. Ja, es ist ein schwieriger Boden, glaube ich, um die Jahreszeit in Kirchhain-Schöring. Also der ist sowieso nicht immer der beste. Ich denke jetzt so Ende Mitte November wird schwierig da. Also ich glaube, wenn Rhein am Lech den Kampf annimmt, dann glaube ich auch, dass sie eine Chance haben. Ansonsten wird es schwierig, aber machen wir mal Rhein am Lech. Klar, wegen uns. So ein 3-1 für Rhein am Lech damit. Ja. Da würde ich mich drüber freuen. Kottern gegen Pullach. Boah, schwer. Pullach hat halt Ausfälle, gell? Mhm. Bei denen fehlen gute Spieler. Ich glaube, da will ich tatsächlich auf den Kottern-Sieg tippen, weil Pullach einen weiten Anfahrt hat. Bei denen fehlen sehr wichtige Spieler. Ich glaube, da will ich auf Kottern gehen. Ja, Kottern zu Hause ist unangenehm. Gerade wenn Standards richtig steigt, würde ich auch sagen, Kottern holt sich das vielleicht mit dem 2-1. Ja, sowas. Ja. Gut, unser Spiel FC Ismaning gegen Unterföhring, würde ich sagen, tippen wir jetzt nicht. Da müssen wir noch ein bisschen was dafür tun. Hoffen einfach auf ein gutes Spiel und dann soll der Bessere gewinnen. Ja. Okay. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps.